Nur der Rote, aber wer weiß in der jeweiligen Mission. Kommt dann vielleicht eh schon wieder der violette Hase wieder raus und das Ganze. Also dementsprechend bist schon wieder in Rest der Hand. Da fix. Haben nur irgendwo gesehen gehabt, da gibt es noch so einen Gelben. Bist du das? Na, du bist auch nicht der Gelbe. Du kannst es selber mal machen mit der Granate. Super, leider. Der ist sexy. Ja, komm, 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 komm. Ist besser für dich, ist besser für dich. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Hopp, 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 hopp. Ja, wichtig und richtig. Aber da war noch irgendwo ein gelber Bohrer. Dann kann es ja nicht sein, dass der schon hieß. Oh, der Bastard. Oh, gar kein Bock. Oh Mann, ey. Ich mag den überhaupt für die Scheißmissgeburt. Es ist so zart, du Stepper, das fliegt da unendlich. Das ist so ein zartes Hundsmissgeburtengerät. Boah, das zart sie so richtig, Alter. Es ist irgendwie stark und alles drum und dran, weißt du, was ich meine? Aber es ist einfach langweilig. Das ist, ja, es ist... Es ist einfach nur ein langweiliger Gegner als Roboter, ich weiß nicht, ich kann da... Ich mag den einfach irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich mag den Gegner einfach nicht. Der ist einfach irgendwie zu langweilig. Ja, da war irgendwo vorher gelber. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht. Wo ist der hingerannt? Wo ist der Wappler? Wo ist er da? Da ist jetzt schon wieder der Waffler, na sicher, ist eh klar. Oh, da ist noch einer, hoppala. Alter, da sind sogar welche von mir dabei. Patrouille, das ist eine super Patrouille, da ist ja nur einer da. Was ist das für eine Patrouille, Alter? Was ist denn da los? Ich gönn mir mal zumindest mal. Oh, wer weiß, was das wieder für eine sexy Waffe ist. Schauen wir schon. Abwarten. Mir wäre es am liebsten, wenn ein Roboter mal gehen würde. Alter, der kriegt ja nicht einmal irgendwie was ab. Alter, der Roboter lockt den aus, Alter, so schaut's aus. Das ist das Problem. Und sowieso der Haverer von mir, Alter, der kann ja sowieso gar nichts. Der ist ja noch schlimmer. Der ist ja wirklich das Übelste von Übelsten. Ja, auf die Schwachstelle. Also solange du die Schwachstelle auch noch triffst oder so, hast du sowieso schon gewonnen bei dem Gerät, aber der Gerät wird auch nie müde, der Gerät kommt immer wieder zurück. Der Gerät, der schläft wirklich nie ein, Alter, na, geht nur aufs Arschloch, der Gerät. Ich schaue noch ganz kurz sicher, was kann ich da noch so alles machen. Was kriegen denn da extra, gib mal her. Wenn eine Fertigkeit aktiviert wird, geht die anderen in den Cooldown über. Ja, okay, könnte man eigentlich machen. Aha, XP, sonst nix. Minikarte und Richtungsanzeige für Bedrohung werden entfernt. Zerbrechliche Rüstung des Töten eines Gegners wird die Zornanzeige von Gegnern. Ja, kriegt man da nur XP oder? Ich glaube, da kriege ich nur XP, gell? Ja, da kriege ich nur XP. Ja, weißt du was, ich mache mal das einmal so ein bisschen, was das, ein bisschen was extra, ein kleines Schmuckstück. Einsatzmodus umschalten. Haftgranate. Aha. Kann ich mich da ein bisschen spielen? Aha. Ja, Haftgranate, aber spüre ich halt zwar nicht. Aber finde ich cool, dass man das wechseln kann. Ja, dann bleibe ich bei dem, dann nehme ich die P90. Ich weiß zwar noch, dass die P90 zwar jetzt nicht so viel Schaden macht, aber ja. Kann ich eigentlich auch mal Spielersuche gehen? Ja, machen wir mal Spielersuche, vielleicht finden wir was. Schauen wir es uns an. Auf der Insel wimmelt es nur so vor Black Tusk. Ihre Teams nehmen die Proben im Nordwesten. Am besten sollten sie die Westseite hochgehen und das Team abfangen. Kann man zwar nicht vorstellen, dass ich da nur irgendjemanden auf schwer finde, aber bin eh auch gespannt, wie groß der Unterschied ist jetzt bei der Mission.
Also ich sehe jetzt schon den Unterschied. Bei den großen Haverer gab es am Anfang nicht. Also den Haverer gab es am Anfang definitiv nicht. Ma bist du Depper, so La Bomba. Na schau dir den La Bomba, Alter, Wahnsinn. Sicher ist eh klar. Die Granaten interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, geh auch in Arsch, Wappler. Ist besser. Ist besser für dich. Hier, mein Hübscher. Kommt er die Nachhut oder was? Ich rechne damit, dass sie jetzt die Mission wirklich interessanter gestaltet haben. Damit rechne ich jetzt ein bisschen damit. Weil wie ich das allererste Mal da war, das war, Alter, das war ein Scheißtrick. Sag ich da ganz ehrlich, das war wirklich... War wirklich nicht leiwand. Na, das war... Also wirklich eine fade Partie, die Mission. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt quasi mit dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad ändert. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt wenigstens sagst du, okay, passt super, hier hast Leon. Das und das haben wir jetzt gemacht, nur allein schon bei dem Schwierigkeitsgrad, würde ich das schon ein bisschen sehr begutheißen, weil ich fand die Mission echt wirklich ein bisschen sehr, sehr langweilig. Ein bisschen schade, dass sie mich so gelangweilt hat, die Mission. Na komm. Ja, du mit deinem depperten Taschenlampen, gehst mir wirklich dezent auf die Eier. Ja, da kennen uns wenigstens ein bisschen was. Immerhin. Mit dir, Süßer. Manchmal muss ich wirklich schon sagen, ab und zu habe ich so das Gefühl, ich brauche doch das herausfordernd. Aber wenn dann einmal so ein Violetter oder so ein Gelber am Start ist, dann ist sowieso Fickere. Oder wenn ich so einen 1 gegen 1 Moment habe, dann bin ich auch wieder der Gefickte. Normalerweise müsste ich sowieso einen Schuss und schießen. Normalerweise fast wohnt schon Digi. Mit dem Gewehr, das geht aber überhaupt nicht, Alter. Da, geh in den Arsch, ist besser. Ist, glaube ich, dezent ein bisschen besser. Irgendwas habe ich schon wieder gekriegt. Achso, na. Oh, hi! Schaust du dich Skookal oder was? Du bist ja wirklich ein Dreckser. Was der so auf Glory Hole angelehnt und alles drum und dran. Leute, seid ihr eigentlich überhaupt noch da oder seid ihr einfach nur stille Genießer? Ich brauche nochmal sicherheitshalber nur, dass ihr Bescheid was wegen einem Ton oder irgendwas in der Richtung. Muss immer nur so regelmäßig fragen, weil der paranoide Hase ist immer wieder am Start. Ah, passt sehr gut. Da kann ich sogar schon durchgehen. Perfekt. So, Burn ist alle. Jetzt muss ich Wasser trinken. Ja, liebe Leute, eine Runde Mitleid. Ich muss Wasser trinken. Schlimm. Ich weiß, ich trinke eigentlich hauptsächlich immer nur die zuckerfreien Sachen und alles drum und dran. Aber ich muss jetzt einmal wieder ein bisschen mit dem Gewicht wieder holen. Ich habe mir gleich vorgenommen, sobald ich wieder in Wien zurückkomme, gleich wieder mit ein bisschen mit dem Gewicht aufpassen. Ein bisschen wieder schauen, was ich esse. Alles drum und dran, weil war in letzter Zeit wieder ein bisschen zu viel, auch wegen Alkohol und alles drum und dran. Das geht halt wirklich alles aufs Gewicht und das Ganze. Viel fettig gegessen, also nicht einmal was Gesundes oder so, also dementsprechend muss dann auch wieder dementsprechend ein bisschen entgegenwirken. Liefern! Ja, okay, guck mal, Alter. Das Liefern bringt er bei der Mission aber wirklich überhaupt nichts. Also, sah man nicht ab. Dabei, ich hätte mir jetzt dann doch, wie ich den Großen mit dem LMG gesehen habe, habe ich mal erwartet, dass die Mission mir dann doch ein bisschen mehr bietet. Vom Schwierigkeitsgrad her. Hätte ich mir jetzt gedacht gehabt. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin dabei noch ein bisschen enttäuscht. Das fühlt sich dabei eher noch so ein bisschen wie Zeitverschwendung an. Hört sich zwar ein bisschen arg an, aber ja, ich freue mich halt zwar trotzdem auf die Belohnung und ein bisschen was extra kriegen wir dann auch noch, zumindest in irgendeiner Art und Weise, also dementsprechend. Aber ich finde halt, die Mission hat irgendwie dabei nicht einmal irgendwas Besonderes. Das finde ich dabei noch irgendwie ein bisschen schade. Die hat keine besonderen Gegner, nichts Starkes, nichts Schwaches. Also eh nur Schwaches. Naja, wenigstens kriegen wir ein bisschen. Ne, immerhin. Wenigstens irgendeine kleine Motivation.
Ja, und den ein oder anderen Schrotflintenhaini, aber das ist jetzt auch nicht die, das weltbewegend ist. Drohne startet jetzt. Du kannst scheißen mit meiner Drohne, ich glaub nach. Geh weg mit deiner depperten Hundsmissgeburten Drohne. Ui, ui Teufel. Ui Teufel, Tiki, Alter, geh weg. Alter, ich kann mir nur so dermaßen schergeln. Achso, das bin ja ich. Au, gib her, wichtig. Nein, ich hab gefragt gehabt, wer jetzt noch alle da ist, wegen dem Sound und das Ganze. Dementsprechend hat er geschrieben gehabt. Der war die ganze Zeit da. Da ist einer. Der will sich eh einer wissen, aber wo bist du? Ja, komm her, Schule! Komm her, trau dir ein bisschen! Das ist so, achso, das ist eh so ein Schrot von hinten, Heini. Na, geh bitte. Wollt ihr mir nicht irgendwas Besseres daher liefern, dass ich es einmal nicht hab? Also, das ist ja. Der Lochkirche aus, das ist ja gar nichts. Ja, bleib so stehen! Hast recht, bleib stehen! Komm, bleib! Bleib, bei Fuß! Komm! Boah, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Na komm, Schule, na komm! Komm, kleines Vögelchen, komm! Na, der versteckt sich zu gut. Der war schon ganz genau, der Hund. So, Beidl. Ja, einmal Munition, wichtig und richtig. Du kannst schessen, so schaut's aus. Also, der hat schon vergessen, dass ich wieder da war. Oder was? Hat er vergessen, dass ich da war, oder was? Der Geschleichte. Da, gib ihm kleine. Bam, 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 bam. Also, das mit dem Gewehr, muss ich echt sagen, bin ich wieder glücklich. Da bin ich echt wieder glücklich. Das ist super Gewehr. Das andere, das kannst du vergessen. Das ist für den Arsch hoch 10. Systemfehlfunktion. System wieder online. System gedrosselt. Nur bitte. Doch, geh schnell auf, bevor wir hier sind. Ja, ja, gib den Scheißdreck. Ist besser, ist besser. Kann ich wenigstens irgendwas aktiviert. Wer weiß, was das wieder für einer ist. Also das ist irgendeiner Gebete. Aha. Was ist mit dir, Schule? Was willst du? Du bist ein bisschen Arschstrahl. Nein, doch nicht. Ich hätte mir erwartet, dass ich den genau anvisieren kann. Aber wenn ich mir das so anschaue, bist du ein bisschen dezent am Arsch. Aber nur ein bisschen. Wo ist der Wappler? Oh. Oh, ist gut gesagt. Passt, Thomas. Da kommt eh schon was. Nein, aber es wird irgendwas Rotes, irgendwas kommt. Aber ich soll es trotzdem mal quasi einmal begutachten. Alles klar, einmal. Na gebüte, das ist ja nur der eine Wappler. Geschleichte, da kommt Schuss. Passt, haben wir das auch erledigt. Was der ist, sicher. Sicher, machen wir es nie. Aber mit dem Wetter ist das geil. Es hat so ein bisschen jetzt was von Ghost Recon Breakpoint irgendwie. Was denn? Das hat jetzt gerade so richtig geiles Breakpoint-Feeling. Du bist im Dschungel. Denkst gar nicht mal, du bist in Washington oder irgendwas. Und da geht so richtig schön gerade die Post ab. Musst ruhig, musst aufpassen. Aha. Da wenigstens haben sie dann noch nicht so ganz übertrieben mit den Departement Hunds. Hunde, Alter. Das ist okay. Steppert ist ja richtig aggressiv, der Hund, Alter. Was ist mit dem, Alter? Steppert. Uiuiuiuiui. Ja, weil es zwei sind. Ich glaube, das zwei Hunde sind deshalb. Ich weiß nicht, dafür habe ich zu wenig gespielt gehabt. Dafür habe ich definitiv zu wenig Breakpoint gespielt, dass ich sagen kann, das war geil. Ich hab's zwar gespielt, ich hab's auch viel gespielt gehabt eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe 50% der Story einmal hinter mir gehabt. Aber ich hab's dann irgendwie das ein bisschen zu sehr links liegen gelassen. So dass ich wirklich zu 100% sagen kann, das war ein geiles Game. Es war gut. Es war leibend, dass der Schauspieler von Punisher dabei ist. Das fand ich super. Oder von The Walking Dead. Oder von sonst noch so Serien oder Filme. Er macht richtig geile Filme ab und zu, also da wirklich
super Schauspieler, wirklich sehr, 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 sehr guter Schauspieler. Die sind da auch ein bisschen mehr in die Richtung Far Cry mäßig gegangen, dass du auch so einen Oberschurken hast. Das finde ich auch nicht schlecht. Die fielen trotzdem so ein bisschen, war das Spiel ein bisschen flach. Aber welches Ubisoft-Game ist nicht flach? Das ist ja wieder das. Ja, ich probiere mal so eine Granate. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich habe schon irgendeinen gelben gesehen gehabt. Irgendeinen gelben Waffel habe ich kurz gesehen. Den müssen wir eh vernichten. Den müssen wir eh geben. Aber so lang. Mir ist einmal wichtig, der Hund ist weg. Das ist das Wichtigste für mich persönlich. Solange der Hund noch da ist, Alter, bin ich in Arsch daheim. Mhm. Weil die anderen Gegner kennen eh nichts. Das ist eh wurscht. Na komm, Alter. Jetzt bist du so mutig gewesen. Jetzt warst du so mutig und jetzt kommst du wieder nicht. Ach, du bist da einer, Alter. Ach, du bist da einer, Alter. Erst dann mutig sein und dann schwarz erziehen. Das geht nicht von wo. Ah, komm. Oh, hey, hey, hey. Ja, ja, ja. Alter, wer jetzt von euch? Du, links, rechts. Schule Nummer 1, Schule Nummer 2. Kennt ihr keinen aus? Wer penetriert sein will, Alter? Da, du bist gleich der nächste Wappler und tschüss. So, aber jetzt ist es trotzdem noch immer der Gelbe. Der Gelbe ist noch immer da irgendwo am Start. Muss man aufpassen. Oh. Eine neue Charge an Gegnern, oder was? Fix. Ja, laden wir sicher jetzt einmal nach. Wichtig und richtig. Geh in Arsch. Egal, was du jetzt machen wolltest, geh in Arsch. Ist besser für dich, ist definitiv besser. Du, geh auch in Arsch. Depperte Drohne kann scheiße gehen. Mhm. Kommt die nächste Welle. Ja, warten. Da kommen immer wieder welche. Zeitmäßig oder so habe ich eh aufgepasst. Also ich habe genug Zeit. Nicht, dass ich dann wieder irgendwelche Probleme habe oder irgendwas. Haben wir ja auch schon einmal gehabt. War nicht das erste Mal, oder? War definitiv nicht das erste Mal. Ah, das ist der Drehen, muss ich auch reinschauen, oder was? Ach so, ich mein, da kann ich mir so abschießen. Oh, fette Gönnung. Also eh mit C4 und das Ganze. Ja, ja, vernichte die Proben, alles klar. Ja, der was lesen kann, ist natürlich auch ein bisschen gescheiter. Habe ich so mitgekriegt? Habe ich was gehört? Alter, wenn ich auf Spielersuche gehe und erst am Ende der Mission plötzlich ein Typ reinkommt, heute spüre ich auch eine, aber das sind wir nicht ab. Da kann man sonst wo. Da kann man das Spiel wirklich kreuz werden, also eine, aber das sind wir nicht ab. Ja, das ist aber eh auch klar. Auf Schwerheit ist man eh nicht erwartet, dass du irgendwem findest. Gerade bei einem Spiel, was schon 6 Jahre draußen ist. Was man eigentlich irgendwo arg findet. Retter mit Viruskontaminierung zerstört. Da kommt es irgendwie überhaupt nicht so vor, wie wir Dead Division 2 oder schon seit 6 Jahren draußen. Aua. Kommt mir gar nicht so vor. Mir kommt so vor, wie wäre es jetzt vor 2-3 Jahren rauskommen. Das schaut aber für einen PlayStation 4 Titel verdammt gut aus. Ach, ein. Der erste Teil schaut verdammt gut aus. Ja, okay, sie haben ein bisschen reingeschissen gehabt mit Render-Trailer und alles drum und dran. Das machen sie jetzt in letzter Zeit komischerweise wieder ein bisschen gerne. Wieso? Sehr, sehr gerne, komischerweise. Da haben sie auch mit Star Wars Outlaws, mit Skull and Bones, da haben sie auch ein bisschen herumgeschissen. Haben sie ein bisschen die Grafik vertuscht und alles drum und dran. Also, ich hoffe, dass sich Ubisoft nicht noch mehr zurückentwickelt, das was sie sich eigentlich eh auch schon verbockt haben. Weil ich finde, sie haben sich schon sehr, sehr stark zurückentwickelt. Schon sehr, sehr stark. Sie sind nicht mehr diese Entwickler von früher, wo man wirklich gesagt hat, man kauft schon das Spiel, nur weil es ein Ubisoft-Titel ist. Also das Recht haben sie mal definitiv nicht mehr. Das gibt es eigentlich fast nur noch bei einem GTA, also bei einem Rockstar-Game. Oder bei einem From Software Game, dass man sagt, okay, passt, man kauft das Spiel nur allein schon wegen dem Namen From Software oder was auch immer. Oh, nimm. Was haben wir denn da Schönes gekriegt? Nimm. Loot.
Luis der Wappler. Aber wenigstens sind sie wenigstens ein bisschen stärker unterwegs. Ein bisschen wenigstens zumindest. Zwar jetzt auch nicht wirklich hardcore-mäßig, so dass ich sage, ich bin jetzt komplett überfordert. Aber ich bin wenigstens schon mal froh, dass auch nicht allzu viele Hunde dabei sind. Ja, jetzt ist mittlerweile jetzt ein bisschen wieder vermehrt, ist eh klar. Aber vorher war es, oder in der einen Mission war es wirklich schlimm. Da habe ich das hat mir echt nicht gefallen. Das hat mir wirklich nicht gefallen, die Hunde. Also in der einen Mission, wenn ich wirklich sage, ich habe so die 4 maximal, wirklich maximal noch 5 mal die Hunde, dann ist es wirklich in Ordnung, aber System reaktiviert. Mehr kann ich es mir aber auch nicht geben. Dann bin ich wirklich schon gesättigt von der Mission dann schon wieder. Traurig, aber wo. Ja, keine Arsch. Ist besser. Chile. Mit extra Belohnung und alles drum und dran gefällt mir. Also du bist der Köber, Schrotti. Jetzt was gesagt, da hätte ich auch gezielt, Schule. Schule, Mule. Na Alter, wir sind big fat Barbara. Oh, tschüss. So, zack, zack, zack. Dann zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Ganz psycho-like angelehnt, ja moin. Ui, der schaut schon wieder an der Depperten. Ja, oh, schon wieder. Der war ja gerade erst da. Alter, da war gerade so ein depperter Hund erst da. Machst du gerade ein Häufchen oder was? Ich frage nur für einen Freund. Hey, man kann ja nicht wissen. Die sind so deppert, die Hunde, Alter. Die sind da so deppert. Hehehehe. Renn. Wo rennt der überhaupt hier, Alter? Der bewegt sich mehr, als was er tut. Wie steht es zwar weit? Aber dennoch, du hast auch ein paar Tiere, um ständig hinterher zu laufen. Mit dir? Du bist ja eh irgendeiner. Du bist ja wie sogar roter. Du bist ja sowieso lustig unterwegs. Aber ich muss schon sagen, wenn du jetzt sagst, so kriegst du jetzt dann auch noch extra XP und alles drum und dran. Ich rechne damit, Alter, da kannst du schon echt gut leveln, auch bei solchen Missionen. Wenn du sogar noch auf diese Zusatz-XP gehst. Bin ich jetzt gespannt, würde mich dann interessieren, wie viel ich leveln würde. Das würde mich dann wirklich interessieren, wie weit ich kommen würde. Einfach jetzt nur, weil ich sogar noch 25%, weil 25%, das ist schon viel, 25%. Wenn du sagst, okay, es sind 10, ist geil, freut man sich schon auch. Aber 25 nur dafür, dass man so eine Fertigkeit dann quasi gleichzeitig aktiviert. Also quasi dann nicht aktivieren kann in der Hinsicht. Aber es quasi wie aktiviert ist, bin ich eigentlich gar nicht mehr so uns wieder. Später können wir sogar noch mehr dazu nehmen. Wenn wir stark genug sind. Beziehungsweise bei solchen Missionen wären wir eigentlich sogar schon fast stark genug. Ist natürlich wieder so ein Hin und Her, will ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen. Aber es ist schon. Es ist machbar, es ist definitiv machbar. Muss man nur anschauen, wo es genau. Wie zum Beispiel, es gibt ja auch etwas, wo du dann zum Beispiel dich nicht mehr heilen kannst, sondern nur die Panzerung heilen kannst. Da gibt es ja auch noch sowas in der Richtung. Also das könnte auch ein bisschen sehr herausfordernd sein. Weil das mit der Fertigkeit oder so, das ist chillig. Ich benutze eh meistens eigentlich nur hauptsächlich die Drohne, also dementsprechend. Gerade wenn es so eine leichte Mission ist wie die, das ist so dermaßen scheißegal. Das passiert eh so dermaßen selten, dass ich vielleicht einmal wenigstens den Heiler brauche, aber nee, eigentlich eher wenig. Sehr, sehr wenig. Ja, komm, passiert, ja, mein. Aha. Sprüht da einer mit Feuer herum oder was ist da los? Das hat sich ein bisschen interessant angehört. Ja, ja, oder irgendwas anderes zumindest. Ich hab's ja schon mitgekriegt. Da, zack, tschüss. Da war ja was. Da war ja was, Digi, da war ja was. Da hab ich schon mitgekriegt, da hab ich schon mitgekriegt. Alter, das Hurnsding dauert eine Ewigkeit. Passt. Mal der erste Kandidat weg. Ah, der hat sich eh auch schon geschlichen. Ja, der ist gut. Ich frage mich zwar nur, was er da oben machen will.
Wenn er eigentlich eh auch schon eine Minigun hat, aber okay, ja, wenn er meint. Eine doppelte Minigun vielleicht? Die eine Hand und die andere Hand eine Minigun, oder was? Aus Sylvester Stallone angelehnt. Na, Beastepper, Alter. Rambo ist persönlich, oder? Na, Beastepper, Alter. Bin ich ja komplett in Wurst daheim. Der sowieso in seinem neuesten Rambo-Teil hat er so ein bisschen auf Kevin allein zu Hause gemacht. Muss ich ja ganz, ganz große Angst haben. Hat ihn vielleicht wirklich irgendeiner gesehen? Ich habe so gehört gehabt, das soll der größte Scheißtrick sein auf Gottes Erden, was ich so mitgekriegt habe. Der letzte Rambo-Film soll angeblich wirklich überhaupt nicht gut sein. Ich glaube, das hat sogar eine 4er- oder 3er-Bewertung gehabt. Quasi von den Filmen. Ist sogar, glaube ich, gar nicht mal ins Kino kommen oder so. Gleich auf. Gleich im Streaming-Dienst oder so. Bei uns halt jedenfalls. Amerika ist ja schon im Kino draußen gewesen. Weiß doch gar nicht, was für eine Richtung ich gehen will. Ich geh mal jetzt einmal in die Richtung. Mal schauen. Ja, super. Bin ich gleich beim Böden. Das ist geil. Das ist super. Das ist geil. Das ist wirklich super, Leiber. Bin ich gleich beim Böden, Haberer. Bin ich gleich hier. Super, Leiber. Hat mir taugt. Hat mir gefallen. Wollte ich einmal die Initiative ergreifen und bin gleich in Arsch daheim. Na wo, deine Mutter wartet auch ein paar Sekunden, Alter. Ja, nach 5 Sekunden.